Hallo Leute, hier ist wieder euer AKZ-Clan und heute will ich euch zeigen, wie ihr zweimal die gleiche Waffe im Spiel haben könnt. Als erster nehmt ihr euch mal die Wiederbelebkarte mit. Wenn ihr die dabei habt, nehmt einen anderen Slot und nehmt euch die 1 Minute Superman-Karte. Nun holt den Nilkopf und schaltet den Strom. Setzt schon mal die Wiederbelebkarte ein. Danach die 1 Minute Superman-Karte. Holt euch eine Waffe, die ihr duplizieren wollt, in meinem Fall hier jetzt gerade die Maurer Sentinel. Sammelt alle Brückenteile auf und geht zum Equipment-Shop. Wenn ihr nun beim Backup-Punch-Automaten angekommen seid, stellt euch direkt davor und lasst euch einfach angehen. Wenn ihr down seid, spammt die ganze Zeit L1 und R1, dass ihr sofort die Karte einsetzt. Wenn ihr es richtig gemacht habt, müsst ihr jetzt nur noch 1 Minute warten, bis die Karte wieder deaktiviert wird. So, ist die Karte jetzt deaktiviert? Seht ihr, dass ich jetzt 3 Waffen habe. In meinem Fall habe ich jetzt die Mauler einmal gepuncht und einmal doppelt gepuncht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Glitch und haut rein.